Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Master of Orion 2 Battle at Antares. Wir haben im letzten Part die Klakons ausgeschaltet, die sich doch dummerweise mit uns angelegt haben. Das heißt, wir sind schon quasi auf der Siegesstrecke, auf der Zielgeraden. Wir haben gar nicht mehr viel zu tun. Die Jungs hier schicken wir noch nach Koldern. Ich hatte letztens ein bisschen abrupt abgebrochen, das tut mir leid. Das war nicht ganz so beabsichtigt und ich sehe gerade, hier haben wir noch ein paar Systeme, die wir kolonisieren können. Finn geht zum Beispiel nicht, aber du gehst hier in Fortuna. Ja, das ging auch nix. Lemuria ging auch nix, Tantalus auch nix. Geht auch nicht und ja, okay, gut. Pelennor geht auch nicht. Gut, Delhi geht... Auf jeden Fall, wenn ich da keine Schlachtschiffe... ja, okay, gut, ja, so. Vier Runden, alles klar. Ja, ihr bleibt mal hier. Und die Jungs schicken wir nach Wilder, denn ich möchte als nächstes gerne die Gnollams wegplätten. Die haben nicht mehr viel. Sind also quasi die, ja, wie sagt man so schön, eine Sitting Duck, ja. Entschuldigung für die Unterbrechung. Ja, also die sind quasi reif, um gepflückt zu werden von uns. Wir haben unsere Todessterne hier im Einsatz und wir haben eine ganze Menge Schiffe, mit denen wir noch zusätzlich zuschlagen können. Ich denke, bevor uns die Menschen angreifen, machen wir vielleicht einen Überraschungsschlag gegen die Gnollams. Und räuchern die direkt aus. In dem System hier haben wir 4, 12, ultrareich Sternenbasis, ultraarm, niedrige Schwerkraft, Kiez, da geht nix. Praxis war sowieso ein System, was ich ursprünglich haben wollte, das konnte ich dann nicht erobern. Ich meine, das war auch, weil die Klakons mir den Krieg erklärt haben. Okay, gucken wir uns die Flotte an. Die erste Necessio. Wo ist denn hier unser, wo ist denn unser super heftig General drauf? Wir haben ja zwei. Genau. Also die erste Necessio, die geht mal nach, das ist eigentlich egal, aber komm, die geht mal nach Gnoll. Und du gehst nach Oshi, weil ich glaube, der ist noch ein bisschen, naja, der hat immerhin eine Sternbasis. Okay. Dann nehmen wir zwei Todessterne mit dahin und dann nehmen wir noch einen Todesstern mit dahin. Dahin bitte. Und dann nehmen wir noch einen mit dahin. Jetzt haben wir noch eine ganze Menge weitere Schiffe. Mach mal zwei dahin. Und mach mal all. Oh shit. Ich habe gerade gemerkt, dass ich nicht gescheit aufgenommen habe bei der Lautstärke. Aber ich werde das versuchen nachträglich zu bearbeiten. Du gehst hier runter. Ja, der Günner, der ist so ein scheiß Amateur, ey. Okay. Pass auf, schick mal noch zwei mit nach Gnoll. Dann hast du noch zwei mit für Oshi. So. 1, 2, 3, 4. Die gehen auch hier hin. 1, 2, 3, 4. Die gehen hier hin. Ach, das ist so praktisch, dass sie nur drei Systeme haben. Und dann gehen noch drei, gehen noch mit hier hin. Alles klar. Schön. Nächste Runde. Gibt es Krieg, denke ich. In Schwanen und Tau eingetroffen. Alles klar. Oh, okay, wir brauchen doch ein ganz kleines bisschen länger. Dann nimm noch mal das Ding noch mit nach Gnoll. Ich vermute mal, dass das sein System ist, das am besten ausgebaut ist, insofern. Ja, Rhombus, Chryslon, da ist so ein Transporter. Falls wir ihn brauchen, flieg mal hier hin. So. Ja, Kampf bei Oshi. Es ist mir auch egal, ob die Gnollams eine Allianz haben mit irgendjemandem. Das wird hier nicht siegentscheidend sein für diesen kompletten Krieg, sondern eher unsere fortschrittliche Waffentechnologie. Ja. So nichts drauf ansonsten, wo man hinholzen müsste. Ja, da können wir einfach so die Invasion starten. Ganz einfach gelaufen.
Okay, der erste Planet ist, glaube ich, dann schon der Heimatplanet. Es geht, glaube ich, schneller, wenn wir das automatisch machen. Schwupps, schwupps, und das war's. Und da machen wir auch jetzt die Invasion. Halt, halt, ah Mann, halt, 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 halt. Ich wollte doch nur direkt die Invasion machen. Ich habe mich nur verklickt. Schaffen wir das? Das müssten wir eigentlich locker schaffen. Sehr gut. Ich glaube, der hat. Ah, Low G-Penalty. Ja, das ist natürlich übel. Und dann haben wir noch Praxis. Das geht auch ganz easy. Locker flockig. Zack, da ist das erste Schiff, glaube ich, gleich mal im Sack. Sehr schön. Wunderbar. Und auch da gehen wir einfach nur auf Invade und können da einfach so reinhoppeln. Schöne Sache. Gut. Ja. Did you think we would stand idly by while you slaughter innocent Knollen people? We will destroy you. Ja, ich glaube nicht so ganz. Ich glaube nicht so ganz. Dafür, dass er nur noch einen Planeten hat, wage ich zu bezweifeln, dass er mit seinem Plan Erfolg haben wird. Ja, bitte aus. Ausrotten oder wie auch immer. Weil wir nämlich hier unsere eigenen Jungs unterbringen wollen. Haben wir hier schon eine Colony Base gebaut? Ist egal. Ich gebe nochmal einen in Auftrag. Genau. Ach, hier ist eine Necessio fertig geworden. Cool. Bau mal das galaktische Cybernetz und ja, dann ist okay. Und dann warten wir mal noch gerade ein bisschen ab. Obwohl, warte mal, wir sind in dem Ta-System. Genau, mal das Cybernetz. Wie viele Punkte haben wir denn hier? 128. Ist schon krass, dass drei Arbeiter über 100 Produktionen haben. Dann machst du mal danach auch ein paar Transportschiffe. Ja, so ist ganz gut. Ja, bitte auch hier. Das ist natürlich ätzend, dass wir hier die Bevölkerung in diesem Spiel auslöschen müssen. Natürlich etwas, was meinen ethischen und moralischen Vorstellungen tief zuwiderläuft. Es ist aber auch nur ein Computerspiel auf der anderen Seite. Ups, nee, so nicht. Ach so, da könnten wir danach mal auf Housing gehen, ne? Okay. Auch hier das gleiche Spiel. Ich muss noch hier ein paar in die Landwirtschaft, dass sie genug zu futtern haben. Das große Problem bei den Gnollams ist halt eben auch noch, dass sie zusätzlich, dadurch, dass sie nicht so produktiv sind, noch Low G, also niedrige Schwerkraft haben. Und dadurch haben sie nochmal zusätzliche Nachteile auf einem Planeten mit einer normalen Schwerkraft. Das ist, glaube ich, das große Problem. Ja, wenn man hier Unload Troops, lappen wir da mal noch ein bisschen was drauf. Und dann nimmst du noch die zwei mit nach Gnoll. Da müssen wir halt auch noch hin. Dann haben wir das innerhalb von wenigen Minuten erledigt. Das ging ja dann recht fix eigentlich. Sortier bitte nochmal nach der Population. Okay, gut. Also wir kaufen. Nein. Wir kaufen ja nur Sachen, die länger als eine Runde dauern. So viele Handelsgüter, hä? Oh, krass, aber die sind echt schon fertig. Warte mal. Mach mal aus und mach mal hier den Artificial Planet mit der Colony Base. Welches System ist denn das? Matar. Ah ja, krass. Wie ist das in Wilder? Auch hier könnten wir das Spielchen machen. Okay. Ja, ist halt die Frage, wollen wir wirklich noch Perfect Game versuchen? Da müsste ich mir die Systeme nochmal genauer angucken.
Volans Board, noch Terraforming. Ja, da müssten wir echt mal, ja, da müssten wir uns die Systeme nochmal alle ganz genau angucken. Okay, machen wir es mal gerade an der Stelle. Mit Halli Terraformung, ja, bitte. So, was ist mit Ta Trade Goods? Ja, ist okay. Fährt. Da können wir noch eine Colony Base bauen. Dann immer noch so ein paar in die Forschung irgendwie. Ja, also ein paar halt, ne? Etana könnte auch ein Artificial Planet bauen. Machen wir das Autobild aus. Volans sowieso, aber der ist noch bei der Terraformung. Okay, der ist sonst noch nicht so weit. Nimm mal hier den einen raus. Und schick den mal nach Hub. 7 Runden. Bäh. Ich muss genauer auf die Entfernung der Kolonien achten. So, dann machen wir jetzt noch den letzten Planeten der Gnollams weg. Tut mir schon fast ein bisschen leid, weil wir die so komplett überrennen. Aber ich muss einfach sagen, diese Kombination, die wir spielen, ist ja wirklich unaufhaltsam, ja. Also, dieser riesen Produktionswahnsinn, den wir da hier haben. So, dann ist das Gnollam Imperium zerstört. Colony Base im Rotan-System, bitte hierhin. Guten Tag. Autobild heißt mein Name. Ja, oder ist mein Name besser gesagt. Ja, wunderbar, dann haben wir das fertig. Ja, Meklon Prime, bitte kolonisieren. Das war ein terranischer Planet, ne? Okay. Und Colony Base hier machen wir da. Ja, ich hätte ja gerne irgendwie noch die Psylions als Gegner gehabt. Die sind im Late Game noch relativ krass, wenn sie es bis dahin überleben. Aber weil die kreativ sind, haben die später doch schon einen ganz, ganz ordentlichen, ganz ordentlich was auf dem Ei. Ja, dann mach halt mal Autobild gerade und geh mit den Jungs mal auf Forschung. Ist ja egal, was wir da produzieren. Ja, bitte auslöschen. Necessio ist fertig. Ja, dann mach mal Autobild. Noch eine Necessio ist fertig. Gut. Autobild. Okay, ich habe jetzt keine Lust mehr, das alles so im Detail zu machen. Die nächsten Leute, um die wir uns kümmern, das sind die Trilarianer. Müssen auch noch mit. Wobei, die hatten mal zeitweise eine ziemlich gute Forschung am Start, das weiß ich noch, aber ich glaube nicht, dass sie da auf Dauer mithalten können. Habe ich auf Atari Kolonieschiffe in der Endlosschleife? Irgendwie muss ich gleich mal gucken. Geh mal hier hin. Wo gab es ansonsten noch Transporte? In Koldern war das definitiv nicht der Fall, ne? Nee. Ich muss mal gucken. Ich habe doch vorhin irgendwo noch. War das vielleicht hier in Wilder? Nö. War das in Etana? Nö. Komisch. Okay, wir finden es raus. Okay, Klasse 10 Schilde sind erforscht. Ja, jetzt haben wir eigentlich nur die Supertechnologien. Okay. Wir nehmen Physics als erstes, weil wir damit die Waffen nochmal eine Stufe miniaturisieren können. Ich glaube, bis Stufe 7 geht's. Ja, bitte mach mir da eine Kolonie drauf. Auch wenn die nichts bringt. Ja, Fortuna. Schöner Name für einen armen Planeten. Aber okay. Delhi. Okay. Ja, also das meiste, was wir jetzt halt noch machen, ist im Endeffekt Siegesverwaltung, ja. Wir müssen ja sonst nicht viel erledigen.
Und da gräbt uns keiner mehr das Wasser ab. Also, ich meine, schaut es euch mal an. Wir haben außerdem noch 73 Punkte übrig. Okay. Noch einen Assessio. Ja, mach mal Autobild. Da ist doch wirklich das, das Autobild wirklich praktisch. Flieg mal hier hin. Nee, zeig mir mal die Flotte. Okay. Ah, hier unten war das. Nee, hä? Ah, okay, gut, das ist sogar in dem System hier. Naja, dann. Das ist ja ganz praktisch. Hier werden wir jetzt gegen die Trilarianer wahrscheinlich ein paar mehr Planeten haben, um die wir uns kümmern müssen. Okay, wo ist Praxis? Das müsste eigentlich jetzt unten links auf der Karte aufleuchten. Wo ist das? Achso, der ist ganz hier oben, ne? Okay, dann schicken wir von Volans mal gerade jemanden darüber. Also von Volans nach Praxis. Von Volans nach Praxis. Ja, das geht in zwei Runden. Super. Okay, dann ordne das mal wieder nach Population. Nach Hub ist schon einer unterwegs, ne? Ja, wir kaufen noch ein bisschen Zeug. Bei 2700 Kröten pro Runde, da kann man sich sowas schon mal leisten. Kann man auf einfach mal so einen Haufen Zeug kaufen. Warum baut der hier Trade Goods? Künstlichen Planeten, da gehe ich jetzt aber nicht dran. Auch hier baut er Trade Goods. Okay. Ich nehme mal hier so ein paar Leute da aus der Landwirtschaft raus. Wir haben so viel Zeug, was wir da produzieren. Hupsala, nee, geh mal zurück. So viel Agrarprodukte brauchen wir jetzt auch nicht. So kriegen wir wenigstens noch ein bisschen mehr Forschung. Wow, die produzieren 40 Nahrung. Guck mal, das sind 5 Leute. Das ist ja übel. Ja, ich will nicht wissen, wie viel produzieren die denn. Krass, die produzieren über 100 Nahrung. Das ist natürlich auch sensationell. Ja, dann gehen wir mal hin und nehmen die Leute von hier oben. Alle also, hoppsala, nee, 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 geh mal zurück. Dann nehmen wir die Leute alle mal aus der Landwirtschaft in den unteren Planetensystemen raus. Ja. Weil, dann können wir die doch einfach hier noch mit dazu nehmen, um die Planeten ein bisschen besser auszubauen. Beziehungsweise euch kann man dann in die Forschung stecken. Und ihr könnt auch noch hier ein bisschen mitarbeiten. Na, das ist so super. Ups, schon wieder falsch. Ach Mann. Ja. Das Mikromanagement der Siedlungen. Ich glaube, das mache ich jetzt nur noch alle 10 Runden oder irgendwie sowas. Ah, das ist ja schon der Kracher. Ja, kein Colony Ship mehr. Und dann mache ich ja Autobild, dann geht er ja automatisch auf
Trade Goods. Ja, doch. Transport. Ah, das. Nein, 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 warte mal. Das da ist doch auch hier. Bestimmt Auto-Build. Repeat-Build, genau. Mach mal Auto. Dann nimmst du da mal ein paar rüber. Also man muss es halt auch so sehen. Jeder Forscher, ich meine, wir haben jetzt zwar ultra wenig Nahrungsmittel, aber wartet mal kurz. Die Nahrungsmittel gehen halt schon drastisch zurück dadurch. Aber unser Geld auch übrigens. Aber wir kriegen halt so viel mehr Forschung. Das ist schon bemerkenswert. Ja, klar. Gut. Wobei, jetzt lasst mich mal kurz überlegen, sollten wir wirklich noch... Boah, es gibt nur ganz schön viele... es gibt nur ganz schön viele Systeme, wenn wir sagen... Nee, no enemy presence. Es ist noch eine ganze Menge an Planeten übrig, die sich lohnen würden. Krass, 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 krass. Ich muss auch wieder sagen, also die... dieser Vorteil von tolerant, ja. Keine Verschmutzung. Jeder Planet terranisch. Das ist einfach viel zu stark. Das ist so krass. Also, es ist schon sehr, sehr mächtig. Ja, hier. Klare. Auch dich machen wir automatisch. Da passiert jetzt auch nichts mehr Interessantes, glaube ich. Machen wir hier Artificial Planet und Colony Base. Also, wir können jetzt hier nur diverse Highscores jagen. Die Frage ist wirklich, ob wir das müssen. Wir sehen auch. Ja, die sind ja ferner liefen, ne? Also, sind ja nur noch. Das ist ja total ungleich jetzt. Interessanterweise machen die Spione jetzt nur 1% unserer. Ausgaben aus. Oh, wir haben 41 Spione in der Abwehr. Das ist doch ganz schön viel. Nimmst du mal noch 12 mit hier rüber. Sagst du mir, haben die eine Allianz mit den Menschen? Nö, die haben keine. Ah ja. Also, sie haben immerhin 36 Spione. Das ist schon auch nicht so ohne. Okay, wir gucken uns mal die Systeme an. Hier gibt es 3, 4, 5, 6, 7, 8 Planeten. Okay. Dann machen wir das so. Jedes System kriegt erstmal einen Todesstern. Genau. So, dann kriegt jedes System noch einen zweiten Todesstern. Und dann nehmen wir die Avenger noch mit nach Trila. Da können wir die ganz gut gebrauchen. Nee, du bleibst mal hier. Du gehst noch mit nach Charu, da ist dieser Gaia-Planet, den hätte ich ganz gerne. 2 Stück gehen noch nach Qui. 2 Stück gehen nach Tiba. 2 Stück gehen noch nach Charu. Und dann gehen nochmal 2 nach Trila. So. Dann haben wir 3 Stück für Charu. Dann nehmen wir mal gerade 4 mit nach Trila. Vier nach, keine Ahnung, Tiber habe ich vielleicht schon, aber ist egal. Okay, und die 2 nehmen wir auch noch mit nach Trila, weil da werden wir viele brauchen, denke ich. Und dann kann der aus Kryslon, der kann schon mal hier runterfliegen. Gut. Speichern wir kurz ab. So, dann machen wir das noch ganz schnell. Ja, dann machst du eine Colony Base und Auto Build. Also schon krass, wie schnell auch diese, wie schnell die Kolonien ausgebaut sind. Und wie viele, wie wenig Bevölkerung die erst haben, ja. Also da sind die Kolonien ja schon ausgebaut. Da fehlen überall noch Leute. Das ist total krass.
So, jetzt geht's los. Also, Charu, bitte hier der. Na, das war fix. Invasion. Tiber. Wow. Hoho, das ist echt gemein. Wir haben noch nicht mal die Neutronenblasen benutzt. Wow, Tatsache. Auch hier eine Invasion. Ich weiß schon, warum wir abstoßen sind. Zack, das war's. Zwei Treffer. Ich bin ein bisschen irritiert, weil die doch so eine schlechte Panzerung zu haben scheinen. Oh, wartet mal. Hier fehlt mir ja noch die Achilles-Target-Unit. Wahnsinn, habe ich ja noch total vergessen. Geh mal hier hin. Yes. Genau. Autobild. Ja, genau, ihr habt die Colony Base gebaut. Machen wir mal Artificial Planet und bauen wir noch eine Colony Base. Okay, ja, bitte hier hin. Okay. Any hope of the Nugatstecher people and the Trilarian Empire coexisting peacefully ended when your military attacked the colony in the Tiba-System? Okay, ja, er würde auch keine Chance haben, sich da irgendwie großartig zu wehren. Also, ja, das ist jetzt schon, ja, das ist Ergebnisverwaltung, mehr muss man da nicht machen. Ja, geh mal hier hin, damit wir da so jetzt alle zwei Runden. Nee, mach Autobild. Ihr geht ja dann automatisch auf Trade Goods, ja, bitte mach das. Auch hier. Geh mal runter. Ich will noch die zwei in Charu dabei haben. Ich schick mir mal noch die Truppen hier auf diesen Planeten bei Tiba. Dann kannst du mit denen. Ja, lass mal die zwei Adjudicators da drüben. Dann fliegt man hier rüber. Dann können wir Qui noch direkt einnehmen. Hier sollten wir eigentlich auch die zwei. Da sollten wir die Truppen abladen. Nächste Runde. Okay. Den ersten Planeten, den wir angreifen, der ist nicht Trila. Weil der. Also, das ist nicht ihr Heimatplanet, weil dann können wir die Truppentransporter schneller rüberbringen. Denn ihr Hauptplanet oder ihr Heimatplanet hat vielleicht eine stärkere Garnison, die wir nicht so einfach überrennen können. Sehr cool. Ja, da können wir die Invasion jetzt versuchen. Ja, immerhin mit drei Mann überlebt. Schlacht bei Charu. Okay. Auch hier Invade. Ja, wir könnten uns jetzt selbst wählen und dann würden wir das gewinnen, aber wir enthalten uns. Ich will die Antaraner platt machen. Ah, okay. Wir haben das Achilles-Target-System und den Molekulatronik-Computer erforscht. Sehr schön. Dann machen wir Physics 2. Dann verbessern wir die Phaser-Systeme nochmal. Ja, auch hier bitte auslöschen. Und auch hier bitte auslöschen. Ganz genau. Ja, auch hier bitte auslöschen. Ja,
Ich glaube, hier soll ich noch ein paar Soldaten abladen, oder? Okay, mach das mal automatisch. Und du schickst mir den nach Qui und den auch. Das Tiber-System, alles klar. Das oben in Trila, das wird noch ein bisschen länger, eine etwas längere Nummer werden. Schick mir den nur dahin. Und schick mir die noch hierhin. So, jetzt hoffen wir, dass es schnell geht. Oh, der war ganz schön zäh, der Kleine da. Ja, Invasion bitte hier. Gut. Dann bitte hier. Das ging auch fix. So, nächste Runde ist der Heimatplanet dran. Colony Base bei Matar. Komm, mach fix. Steck die Leute in die Forschung. Auch hier bitte, ja, auslöschen. Auto. Ich muss gleich nochmal gucken, dass ich ein paar... Ich glaube, ich mache das, bevor ich mit dem nächsten Part anfange, dass ich die Kolonisten nochmal verteile. Das geht dann ein bisschen schneller. Das müsst ihr ja auch nicht unbedingt sehen. So, dann geh nochmal gerade hier hin und sag nochmal Unload Troops und lad die nochmal hier ab. Nicht, dass die nächste Runde revoltieren, dann wäre irgendwie ein bisschen blöd. Nächste Runde. So, Trila ist dran. Dann war's das. Ich finde das komisch, dass die Avenger nicht als erstes Schiff dran ist. Es waren nur 10. Da ist okay, ja. Da haben sie natürlich schon gekämpft, aber das Imperium der Trilarianer haben wir auch vernichtet. Alles klar. Auch hier bitte, ja, Annihilation. Das Problem ist halt hier auch wieder die Verschmutzung, die die Produktion beeinträchtigen würde. Wobei, es käme jetzt nicht mehr drauf an, das ist richtig. Ja, ich glaube, wir bleiben halt dabei, dass wir das jetzt mit unseren Leuten erledigen. Und dann können wir vielleicht auch noch so in den Bereich Perfect Game kommen, dass wir jeden Planeten kolonisieren. Im nächsten Part habe ich schon die Siedler bei den Kolonien verteilt. Wobei es sind, glaube ich, nicht so viele, ne, oder? Ah ja, es sind 3 Stück, Tiber, Oschi und Knoll. Wobei, warte mal, wo ist denn Tiber? Ach, das war schon hier unten? Ah, okay. Oschi und Gnoll, ja genau, also das mache ich dann im nächsten, das mache ich dann vor dem nächsten Part, dann steigen wir dann da einfach wieder ein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.